Hallo Leute und willkommen zurück zu Overlord Rising Hell. Ja, im letzten Part haben wir ja die Unterwelt von Dunkelwald geschafft. Und den zweiten Schmiedestein haben wir uns auch geholt. Schauen wir doch mal, was der Morgenstern des Verderbens macht. Führt mit dieser Waffe einen Kraftschlag aus, um eure Gegner zurückzustoßen. Brauche ich 17... Nee, 0 davon. 100 grüne. Und 250 blaue, oder was? Ja. Nee. Okay. Denke ich mal, aber ich würde kurz grüne und blaue Farben geben. Weil dieses Ding ist eigentlich nicht schlecht, weil die Axt, die ich jetzt habe, die mag ich eigentlich nicht so. Also 250 blaue und grüne, ja. Ja, wie gesagt, ne, das ist das Einfachste eigentlich. Wenn man hier in diese und hier in diesen Verlies reingeht, gegen die Smaragdkäfer und so weiter kämpft. Ne. Jetzt mal gucken, ja, jetzt sind hier auch wieder welche. Ich brauch sie zwar nicht, aber sonst meckert er. So, ich brauche blaue und grüne. Das heißt einmal gegen die Blendkäfer. Ungefähr 90. Na, sagen wir mal 100 blaue am besten. So. Zwar ungefähr 100 blaue haben und 200... sagen wir mal 235... blaue, grüne. Ja, deswegen mag ich diese Axt nicht so. Na. Weil die Gegner halt weglaufen und dann kannst du halt nicht zuschlagen. Na. Das ist alles nicht so schön eigentlich. Dass die Lebensenergie lang genug da bleibt. So, dann gehen wir mal schnell hier die Klamotten einsammeln. Bevor sie verschwinden. Eine Runde reicht nicht. Muss ich doch noch eine Runde spielen. Naja. Noch eine Runde Blendkäfer. Ja, sorry, dass wir das jetzt machen. Aber, nein, raus. Spielen wir noch eine Runde Blendkäfer. Oder ich spiele erstmal kurz ein paar Runden, hier gegen die Kampfkäfer. Mal wieder ein paar braune Minions habe. Ja, könnt ihr auch sehen, meine andere Axt, die ich mir selber gecraftet habe, fällt mir jetzt auch gerade erst auf. Die ist sehr viel stärker. Na, da habe ich ja teilweise, habe ich ja nur zwei Schläge gebraucht, um diese Käfer platt zu kriegen.
Ja, das war dumm. Nee, ich dachte, die sind mal ein bisschen stärker. Jetzt mittlerweile. Ja, habe ich mich wohl ein bisschen getäuscht. So. Aber ich will jetzt eigentlich mal wieder ein paar braune. Jetzt würde ich sagen, noch eine Runde gegen die blauen Blendkäfer. Und dann gegen die Grünen, wenn ich da 250 zusammenkriege. Ich bin auch blöder, ne? Ich könnte mal die scheiß Axt wechseln. Ja, dann würde es auch ein bisschen besser gehen. Ach ja. Alter, Kinders, was macht ihr da? Seid ihr zu blöd, diesen Käfer zu killen oder was? Gibt's doch nicht sowas. Reichen. Dann wollen wir jetzt nochmal die 250 Grüne zusammenkriegen. Was Marakäfer. Ach Quatsch. Kurz in die Schmiede die Axt umwechseln. Ich wechsle mal kurz die Axt. Weil, ja, habe ich ja gerade gesagt, ne? Also, diese Scheiße. Die jetzt mal von mir wegrennen und dann, dass man so viele Schläge da braucht, ist auch nicht schön. Ja, ich werde einen kleinen Überlänge-Part heute machen. Also, die dritte Unterwelt betreten wir auf jeden Fall noch heute. Ne? Ja, so legendär die Waffe auch ist. Ne? Ich will lieber meine Arcanium-Axt wieder haben. Die haut sehr viel mehr rein. Nee, ich will lieber meine Arcanium-Axt wieder haben. Die haut schon sehr viel mehr rein. So, denn jetzt halt, wie gesagt, nochmal gegen die Grünen. Ein paar Runden, damit ich die 250 oder 236 halt zusammenkriege. Ah, das geht schnell. Das sind nur, was weiß ich, drei Runden, zwei, drei Runden normalerweise. So. Ja,
Na, könnt ihr mal sehen, was das für ein Unterschied ist. Die Axt der Verwirrung und meine Axt. Ich meine, die neue Axt, die ich jetzt schmiede, die ist fast genau wie diese Axt hier. Bloß halt, glaube ich, noch stärker. Ja, wie gesagt, eine Runde wird nicht reichen. Na. Zwei Runden werden, glaube ich, auch nicht reichen. Ja, also das ist halt ein Tipp auch von mir. Also wenn ihr schnell irgendwelche Lebensenergie haben wollt, macht das hier im Verlies. Na, kämpft gegen die Käferchen hier. Und kriegt da wirklich sehr viel Lebensenergie schon raus, also... Das ist eigentlich auch das meiste, was man hier kriegt. Die bringen am meisten Lebensenergie. Und halt mit der Arcanium-Axt und Arcanium-Rüstung geht das eigentlich auch schon ziemlich alles schnell. Ja, ja gut, wenn man sie ausgerüstet, vollkommen aufgerüstet hat, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt meine Rüstung komplett schon ausgebaut bis zum geht nicht mehr. Und die Waffe. Ne? Da geht das natürlich alles etwas schneller, ne? Ich glaube nicht, dass die zweite Runde noch reicht. Ne? Ne. Wir müssen noch eine machen. Ja, könnt ihr mal sehen, wie schnell das eigentlich geht. So. Eine Runde machen wir nochmal. Smaragdkäfer. Ja, und dann mache ich mich auf zur Unterwelt von Himmelsspitze. Das wird dann der dritte Bereich. Ne? Und der vierte Bereich ist dann halt Zwerge und Zwergen. Mach ich da. Bleib da stehen. So, aber das sollte jetzt ausreichen, die Runde. So, Tina, das kommt mal alle her hier. Lasst mich so lange auf euch bitten. So, ab die Post. So, und schon haben wir 300. 309. Ja, wie gesagt, zwei, drei Runden. Jo. Wie gesagt, die Axt schmiede ich jetzt noch. So. Ach ja. Ja, also, so wie es momentan aussieht, könnte sogar 50 Minions das Max sein, was man sich holen kann. Ne? So, ungefähr die Hälfte habe ich ja jetzt. Ja. Jetzt bin ich bei 41. Das hat ungefähr 10 gebracht oder 11 auf 41. So, und das Ding bitte. Ach, nicht grüne, sondern blaue 256. Ich voll honk. Naja. Dann machen wir es anders. Wo ich gerade schon hier unten bin. Ne, 6 habt ihr gerade gesehen.
So 10, das wären 299. Nee, Quatsch. Was brauche ich für die 100? Das heißt 110. Müsste ich nochmal aufheben. Weiterentwicklung. 110, das wären 200, 100, 99. Kann ich nur 199 reinstecken. Das Schmieden wird äußerst entspannend auf die Seele, Herr. Danach seid ihr bereit für böse Taten. So. So, da 15, 70. Darauf, sich in die Flammen zu stürzen. So. Erstmal so. Ja, dann muss ich doch nochmal blaue Farben. Nicht grüne, sondern blaue. Brauche ich 200 und... Naja. Egal, da haben wir wenigstens noch ein bisschen was im Helm reingesteckt. Naja. Sind wir jetzt schon bei 43 Minions. Dies ist eure Waffenkammer, Herr. Hier könnt ihr Rüstungen und Waffen haben. Nee. Ja, wie gesagt, 50, denke ich mal, wird denn das Maximum an Minions sein, die man sich holen kann. So, dann muss ich halt nochmal eine ganze Menge blaue farmen. Naja. Was soll's. Ach, ich bin auch blöde, ne? Naja, gut, egal, dann nehmen wir halt die Grünen mit. Die reichen ja auch zum Einsammeln. Blaue. 250. Ja gut, auch 2-3 Kämpfe nochmal. Ne? Und dann haben wir's. Ja. Die mal kurz alle zusammen hier. Ja, ja, du brauchst erst gar nicht hochfliegen. Ja, sogar nur zwei Runden. Eine müssen wir trotzdem noch machen. Ne? Ja, wie gesagt, in den dritten Dungeon gehen wir heute auf jeden Fall noch. Aber ich will halt erstmal diese neue Axt haben. Ich will erstmal diese neue Axt haben. Nee. Ja, könnt ihr mal sehen, wie stark meine Axt eigentlich ist. Ist schon heftig. Wieso kommt ihr nicht? Was für
müssen euch beiden jetzt hier eine Extrawurst machen, ey. So, jetzt sollten wir es aber haben. Könnte ich sogar noch ein bisschen was in den Helm reinstecken. Ja. Nee. Ja. Jetzt kommt's, jetzt habe ich zu viele Grüne ausgegeben. Für den Helm. Du komm in Gang, Mann! Lad da nicht so lange. So. Ja. Denn die neue Axt schmieden. Und was halt jetzt noch passt in den Helm rein. So. Ist sogar nur eine Durium-Axt, komischerweise, so wie es aussieht. Also in den Durium-Ofen reinspringen. Naja. Müssen die theoretisch ja sogar schwächer sein. Ja, die sieht dann halt so aus. So, was kann ich denn jetzt noch in den Helm reinstecken? Zehn, das heißt 46. Stecken wir noch 46 davon rein. Ja, und dann auf zur Unterwelt war eine Himmelsspitze. Ja, ja. So. 44. Willkommen in eurer Schmiede, Herr. Ja, das, was da irgendwie steht, dass das nur 6 sind oder so, das stimmt irgendwie gar nicht so ganz. Nee. Jo, aber ich meine jedenfalls, die war jedenfalls nicht schlecht. So, wollen wir mal zur Unterwelt von Himmelsspitze. Wiederhole mich schon wieder so oft. Ja, schauen wir doch mal, was hier ist. Ich meine, das ist nochmal ein neues Stück von diesem einen, den wir da eben getroffen haben. So, passt das oder passt das nicht? Na, nicht ganz. Wie viele rote haben wir denn? Komm, schicken wir 5 blaue zurück. So. Und holen uns da noch welche. Ja, da ist sie nämlich schon. Ja, kurz hier noch die Kisten holen. So, wie gesagt, dann betreten wir sie halt noch. Und wir hören uns mal an, was Gnade dazu zu sagen hat, ne?
Unsere Frauen sind durch dieses Tor gegangen, bis auf Molly aus der Schenke. Die Dämonen sind zwar weg, aber unsere Mädchen kommen nicht zurück. Sie sagen, sie haben uns satt. Und ich habe Hunger. Mein Bauch tut weh und meine Socken sind voller Löcher. Könntet ihr sie bitte zur Vernunft bringen, dunkler Herr? Wir waren doch nur nett. Ja, was ihr so nett nennt, ne? Ja, wie ich schon gesagt habe, als wir hier waren, ne, das mit dieser komischen Ebene verstehe ich einfach nicht. Da ist ja rein gar nichts, ne? Da unten. Ich weiß nicht mehr, was da unten war. Auf dieser komischen Ebene. Ja, ich dachte auch zuerst, das hier ist die Unterwelt, aber weiß ich nicht. Wie gesagt, da die Ebene. Weiß ich auch nicht. Da hätte ich ja eher die Unterwelt hingepackt. Ja. Das wäre schon das richtige Fleckchen gewesen eigentlich, ne? Naja. So, wie gesagt, reingehen tun wir kurz noch. Ohne sie habe ich nachts kalte Füßen. Aber ich meine, das war irgendwie hier Frauen... Herrschaft oder irgendwie sowas. Nee. Oh nein, nicht ihr. Dieses Ding, wie heißt es gleich? Ich hab's vergessen. Egal. Es hat diese Unterwelt für uns geöffnet, damit wir ein wenig Ruhe vor euren Kreaturen haben. Oben in Himmelsspitze haben alle nur von dem Succubus geredet. Warum hast du keine Flügel, so wie sie und so weiter? Er ist an allem schuld. Diese dreckige Schnecke kriecht überall herum und hält unsere Lakaien vom Putzen ab. Und sonst können sie ja nichts. Keine Blumen binden, noch nicht einmal ein Deckchen sticken. Ich gebe mein Bestes, Herrin. Das ist ganz klar eine neue Form des Bösen, Herr. Seid vorsichtig. Ja, jedenfalls. Leute, das soll es gewesen sein. Nutzlos. Es gibt einfach kein anständiges Personal mehr. Stimmt's, Doris? Wie gesagt, das soll's gewesen sein für heute. Ich meine doch, ich war noch. So, die noch weg. Die noch weg. Bevor sie mir halt wegbacken. Ja, und die noch weg. Hörst du mal auf, du sollst da rein. Ja. Ja, jedenfalls, Leute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.